Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV und damit ein herzliches Grüß Gott zu einer neuen Ausgabe vom Ländle TV Wochenmagazin. Verkaufen und dekorieren stand beim Lehrlingsleistungswettbewerb vom Vorarlberger Handel im Festspielhaus in Bregenz auf dem Programm. Die jungen Fachkräfte zeigten dort ihr Können. Bereits zum dritten Mal gastierte der Lehrlingsleistungswettbewerb Junior Sales Arts Deco 2015 des Vorarlberger Handels im Landhaus in Bregenz. Am Montag, den 4. Mai, mussten die Lehrlinge ihre Ideen auf Papier entwerfen und diese dann in einem Schaufenster umsetzen. Nach dem diesjährigen Motto Colorful World setzten sich 8 Finalisten, welche in einer Vorausscheidung durch eine Jury ausgewählt wurden, mit ihrem Entwurf durch. Zahlreiche der diesjährigen Teilnehmer waren bereits mehrere Male dabei. Auch im heurigen Wettbewerb hatten die Lehrlinge die Möglichkeit, sich untereinander zu messen, ihren kreativen Ideen freien Lauf zu lassen und diese professionell zu präsentieren. Die Lehrlinge können sich hier umsetzen. Sie können ihre kreativen Ideen zu Papier bringen und dann in Form der Schaufensterkojen einer fachkundigen Jury zeigen. Es ist für mich ein wichtiges Signal, dass die Lehrlinge bereit sind, über ihr normales Berufsbild hinaus Leistungen zu erbringen, sich Wettbewerben zu stellen. Ich kann davon ausgehen, dass diese Lehrlinge mehr Selbstvertrauen mitbringen, mehr Leistungsbereitschaft haben und sich auch dem Wettbewerb stellen. Ich möchte den Lehrlingen mitgeben, dass sie auch in Zukunft in ihrem Beruf ihre Ideen umsetzen, Risiken eingehen, Visionen und Konzepte entwickeln und diese dann im Berufsalltag umsetzen. Beim Junior Sales Arts Deco Wettbewerb zählt nicht nur eine ästhetische Gestaltung, auch der erste Eindruck muss stimmen. Eine fachkundige Jury aus Funktionären und Vertretern der Berufsschulen bewertete die gestalteten Schaufenster nach bestimmten Kriterien. Es geht einmal in erster Linie um eine sehr professionelle Warenpräsentation. Dazu gibt es sehr viele Regeln, daher ist es auch gar nicht so einfach. Aber in der Kombination macht es dann sehr viel aus, welche Farbe ich dann auch noch verwende, ob die Farben passen und ob die Inhalte stimmig sind. Also es liegt daran, welches Produkt präsentiere ich und in welcher Form gebe ich dann dieser Produktpräsentation auch eine Idee. So, dass die Werbebotschaft in möglichst 2 Sekunden beim Betrachter ankommt und er begeistert ist und etwas kauft. Das wäre dann das Ziel. Ja, ich würde Ihnen mitgeben, Sie sollen weiter so begeistert bleiben, Sie sollen sich am Laufenden halten, Sie sollen auch andere Städte besuchen, Sie sollen auch im Internet, gibt es mehrere Möglichkeiten, es wird viel publiziert, Sie sollen dranbleiben, es ist ein sehr schöner Beruf und es ist eine Möglichkeit auch zu einem gewissen Teil Kreativität auszuleben. Nach der offiziellen Bekanntgabe der Gewinner, bei der Julia Einbach als Siegerin hervorging, eröffnete die Landesschulrätin die Ausstellung. Also die Vorbereitungen waren ziemlich anstrengend. Ich habe viel recherchiert und ja, es ist jetzt was Gutes draus geworden und das freut mich. Ja, ich habe Haribo hab ich gesponsert gekriegt und es ist ziemlich Materialkosten aufgekommen und ja, also ich habe schon viel gesponsert gekriegt. Ja, was es für mich bringt, das bringt für mich mehr Selbstvertrauen. Ja, auf jeden Fall. Die erfolgreiche Teilnahme ehrt nicht nur den Lehrling selbst, sondern auch den Ausbildungsbetrieb, der mit Rat und Tat zur Seite steht und praktisches Wissen rund um die Arbeit im Handel vermittelt. Wir freuen uns natürlich auch besonders, dass wir heute mit der Theresa einen zweiten Platz gemacht haben. Lehrlingsausbildung hat bei uns ganz einen großen Stellenwert und dementsprechend ist natürlich die Freude groß, dass Theresa bei diesem Wettbewerb jetzt mitgemacht hat, beim Junior Sales.
Hotels Art Deco und so eine tolle Platzierung gemacht hat mit ihrer wunderbaren Schaufenstergestaltung. Die Unterstützung ist natürlich auf alle Fälle gegeben. Sie dürfen zum Teil unter der Arbeitszeit die Pläne, die Entwürfe auch machen, dürfen üben, kriegen Unterstützung bei der Besorgung von den Materialien. Also das dürfen sie auch zum Teil während der Arbeitszeit erledigen. Also da ist die Motivation schon da, ja. Und die Unterstützung von unserer Seite aus. Die Teilnahme des eigenen Lehrlings wird daher mit wichtigen Punkten für die Zertifizierung als ausgezeichneter Lehrbetrieb belohnt. Auch die Pressearbeit rund um den Wettbewerb bringt besonders für die Lehrbetriebe der Finalisten zusätzliche positive Aufmerksamkeit. Expert Janet in Rankweil. Tradition, beste Qualität und perfekte Beratung. Bester Service steht an oberster Stelle. Expert Janet in Rankweil, Ihr Elektrofachgeschäft. Mensch zuerst, eine unabhängige Anlauf- und Beratungsstelle für Menschen mit Lernschwierigkeiten, eröffnete unlängst am Garnmarkt in Götzis ihre neuen Büroräumlichkeiten. Wir waren mit dabei. Am 9. Mai veranstaltete Mensch zuerst Vorarlberg im neuen Büro am Garmarkt 7 in Götzis seine Eröffnungsfeier. Mit einem bunten Programm wurden die Bevölkerung und alle Menschen mit Lernschwierigkeiten zu diesem Event in die Büroräumlichkeiten nach Götzis eingeladen. Ja, für uns Götzis ist das eine sehr tolle Einrichtung. Wir haben ja schon eine Organisation in unserem Gemeindegebiet, die Lebenshilfe, die ja vorarlbergweit ihre Tätigkeiten hat und die in einem ähnlichen Bereich unterwegs ist, die Lebenshilfe, die im Bereich von Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen arbeitet. Hier haben wir Menschen mit Lernschwierigkeiten, die ihre Unterstützung bekommen und das finde ich sehr schön. Also für Götzis ist das eine sehr tolle Sache. Es ist auch für uns auch eine Verpflichtung, hier in diesem Bereich auch weiterhin tätig zu sein. Und wir werden schauen, wie wir sie ideell, aber auch finanziell unterstützen können. Mensch zuerst Vorarlberg ist eine unabhängige Anlauf- und Beratungsstelle für Menschen mit Lernschwierigkeiten und ist in ihrer Art und Weise einzigartig in Vorarlberg, da sie selbst geleitet wird. Mensch zuerst, People First Vorarlberg gehört der People First Bewegung an, welche weltweit vertreten ist. Das Einzigartige ist, dass Mensch zuerst eine Organisation ist, wo sich Menschen mit Lernschwierigkeiten selber einsetzen für ihre eigenen Belange. Sie haben so diesen Slogan, nichts über uns, ohne uns. Und wir versuchen, die Personen bei allen relevanten Entscheidungen in der Integrationshilfe mit einzubeziehen. Das Land Vorarlberg setzt sich ganz stark ein, dass Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz haben. Und wir unterstützen diese Arbeitsplätze in Form von Lohnkostenzuschüssen oder Mentorenzuschüssen. Das heißt, wir wollen, dass die Personen, die hier arbeiten, auch einen Lohn bekommen und diesen Lohn bezahlen wir. 6 Selbst- und Interessensvertreterinnen setzen sich in Vorarlberg für die Rechte und die Selbstbestimmung von Menschen mit Lernschwierigkeiten und gegen deren Diskriminierung ein. Mensch zuerst Vorarlberg setzt sich für Menschen mit Lernschwierigkeiten nicht nur in der Gesellschaft und Politik ein. Ein großes Anliegen ist es auch, dass Infos in leichter Sprache geschrieben werden. Menschen mit Lernschwierigkeiten sollen damit die gleichen Rechte haben und gleich behandelt werden wie andere Menschen auch.
Die Organisation bietet auch vielzählige Angebote. Neben persönlicher Zukunftsplanung sowie diversen Vorträgen und Kursen gehört auch die Peer-Beratung, das heißt Gleiche beraten Gleiche, zum Programm. Unsere Hauptaufgaben sind, Menschen mit Lernschwierigkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel, wir bieten jetzt, ich bin jetzt hauptverantwortlich für die Mensch-Zuerst-Runde, die wo einmal im Monat ist, den Zukunftsplanungen, den Peer-Beratungen. Ja, und als Selbstvertreterwochenende machen wir und Fortbildungen und Kurse. Und einmal im Monat wird eine Mensch-Zuerst-Runde angeboten. Bei diesen Gruppenabenden begegnen sich Menschen mit Lernschwierigkeiten aus ganz Vorarlberg, um beim gemütlichen Zusammensein miteinander über verschiedene Themen im Vertrauen reden zu können und sich gegenseitig zu stärken. Es findet auch ein reger Austausch mit anderen Selbstvertretungsgruppen und Menschen in Vorarlberg statt. Aber das größte Anliegen von Mensch zuerst Vorarlberg ist es, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten im Ländle nicht im Hintergrund sein wollen und sich Chancengleichheit sowie echt gelebte Inklusion wünschen. Und dafür setzt sich Mensch zuerst ein. Auch in Rankweil gab es vergangene Woche eine Neueröffnung. Dort öffnete die Passage 22. Und auch dort waren wir mit dabei. Feierlaune war am vergangenen Mittwochabend in der Passage 22 zu spüren. Nach zweijähriger Bauzeit konnte die Passage mit einem kleinen Fest eröffnet werden. Das ganze Areal wurde in dieser kurzen Zeit komplett neu gestaltet. Die Besucher finden jetzt eine Shopping-Passage, die gleichzeitig auch zum Verweilen einlädt. Alle am Großprojekt beteiligten Partner wurden zu der feierlichen Eröffnung geladen. Durch den Abend führte Eberhard Stimpel, der alle Gäste gebührend empfing. Im Namen der Zimmer möchte ich Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Eberhard Stimpel und es freut mich ganz besonders, Sie durch den heutigen Nachmittag, durch den Rahmen, das Warmer-Programm zu führen. Untermalt wurde der Abend von der Band Tutube und der Kinder-Zumba-Truppe, die in den Klamotten von Ernstings Family auftraten. Erstmals überhaupt hat in Vorarlberg eine Filiale dieses deutschen Familienbetriebes eröffnet. Wir haben, denke ich, mit Rankweil den perfekten Ort gefunden für den Einstieg. Wir haben eine super verkehrsorientierte Lage hier an dem Kreisverkehr in Rankweil und einen perfekten Branchenmix und wir freuen uns auf den Start. Wir sind ein deutsches Familienunternehmen mit dem Schwerpunkt auf Kinderbekleidung, haben aber auch Damen- und Kinderwäsche und auch DOBRT. Ja, erstmal wollen wir natürlich sehr gut starten hier und das ist der Startschuss für Vorarlberg und wir würden uns natürlich freuen, noch den ein oder anderen Standort hier mehr belegen zu können. Großer Dank ging an diesem Abend auch an alle Mitarbeiter und Partnerfirmen des Unternehmens Zima mit Sitz in Dornbirn. Sie traten bei diesem Projekt als Investor auf und realisierten das Projekt. Am Standort wurden 22 Millionen Euro investiert. Insgesamt 17 Betriebe haben sich niedergelassen. Nach der Fertigstellung wurde das ganze Projekt an die East Guardian Immobilien AG und die Blue Asset Management GmbH verkauft. Wir sind mit Freude heute hier, um mit der Zima, unserem Partner, der das Objekt schlüsselfertig erstellt hat, bei der Eröffnung dabei zu sein. Es ist ein Investment, was mit einem Partner von uns, der East Guardian Immobilien AG, umgesetzt wurde. Wir als Blue Asset Management sind ein Unternehmen aus München, verwalten in der Deutschland, Österreich, Schweiz etwa 1,2 Milliarden im Bereich Einzelhandel und Büro-Investments. Und dies ist ein Objekt, was wir aufgrund der Lagequalitäten, aufgrund des langfristigen Mieterbesatzes sehr schätzen und wir freuen uns, heute hier zu sein. Wir haben das Objekt vor einem Jahr zum ersten Mal besprochen und haben in der Zima einen sehr guten Partner gefunden. Wir haben mit Herrn Girardi, Geschäftsführer der Zima, einen sehr guten Dialog gehabt und eine prima, wirklich prima Umsetzung gehabt. Nun, das Projekt ist ja für sich genommen ein neues Konzept, an das wir gut glauben. Der gesamte Vorarlberger Raum hier ist ein guter Investmentstandort für uns. Wir sind bemüht, hier langfristig ein guter Partner für die Mieter zu sein und langfristig dieses Investment einfach auf gutem Stand zu halten. Das ist im Bereich Einzelhandel sehr wichtig. Handel ist Wandel und wir gehen in der Regel immer mit den Mietern mit und schauen eben, wo neue Bedarfe entstehen. Um kurzerhand die Köstlichkeiten, die in der Passage 22 geboten werden, vorzuführen, präsentierten alle Restaurants ihre eigenen Kreationen. Mit dem Flachs Italy, Manga, McDonald's und der Bäckerei Mangold kommen die Besucher rund um die Uhr zu ihrer Stärkung. Ja, es ist immer aufregend, eine neue Filiale zum Eröffnen. Man weiß nicht, was wirklich so läuft, aber an dem Standort sind wir wirklich ganz zuversichtlich. Wir sind eigentlich sicher
dass das eine tolle Geschichte wird mit den Partnern, die wir rundum haben. Wir freuen uns auf morgen. Ja, da ist man schon zwei Monate am Planen und schlussendlich dann zum Umsetzen. Erfahrungsgemäß wird es gegen Schluss hin immer streng, wobei unsere Architekten und unser Bauleiter das inzwischen schon ganz gut im Griff haben und man jetzt auch frühzeitig fertig wird. Ich bin mir ganz sicher, dass da und dort noch tolle Möglichkeiten für uns sind. Es sind auch immer wieder, wenn man Standorte eröffnet, Leute, die sich freuen, dass wir da sind. Und also das Ländle hat schon eine Möglichkeit. Wir haben ein tolles Ländle und wir haben tolle Kunden und viel Freude an der Arbeit. Die Firma Zimmer hat ein tolles Projekt fertiggestellt und wir freuen uns auf das, auf den Standort und sind gespannt, wie das ankommt. Am Donnerstag wurde dann die ganze Passage erstmals auch für alle Besucher geöffnet. Zahlreiche Gäste waren an diesem Tag vorzufinden und freuten sich über die vielseitigen Möglichkeiten der Passage. Der Broschenmix von Bekleidung bis hin zur Nahversorgung ist bestimmt eine Mischung, die auch in Zukunft ihre Früchte tragen wird. Seit fast 50 Jahren steht Müller Wohnbau für Qualität in Sachen Bauen und Wohnen. Wir blicken zurück auf die lange Geschichte. Seit dem Jahre 1967 steht Müller Wohnbau für Qualität. Die Zufriedenheit der Kunden war und ist seit Anbeginn der Antrieb des Familienunternehmens aus Altach. Gegründet wurde die Firma von Baumeister Karl Müller. Die Firma entwickelte sich rasch, schnell konnten mehrere Mitarbeiter eingestellt werden. Denn die Aufgaben waren vielfältig. Neben der Planung und den Baumeisterarbeiten im eigenen Haus wurden lange Zeit auch Tiefbau, Verputzer und sogar Schlosserarbeiten in Eigenregie durchgeführt. Es ist das Allerwichtigste gewesen. Wir haben in der ganzen Phase von unserer Entstehung immer die höchste Qualität versucht zu erreichen. Wir sind die Ersten gewesen, die zwei Schalenbauweise eingeführt haben in Vorarlberg, sind die ersten gewesen, wo drei Scheibenglas verwendet hat bei der Wohnanlage, die ersten, wo Wärmepumpen eingebaut haben, die ersten, wo im Standard waren Wasserkollektoren auf Dächer tun haben und haben uns in jeder Hinsicht immer der höchsten Qualität angeschlossen und muss sagen, es ist uns gelungen und das ist auch unser Erfolg gewesen. Das Ziel war schon damals das gleiche wie heute, die Zufriedenheit der Kunden. Gestartet hat eigentlich das Ganze vor gut 30 Jahren. Da haben wir ein Einfamilienhaus gebaut und Müller Wohnbau hat damals etwa 50 Einfamilienwohnhäuser gebaut im Jahr. Hat verschiedene Modelle gegeben und da haben wir uns einmal erkundigt und das hat uns ganz gut gefallen. Und sind dann auch schnell Handels 1 geworden, damals noch mit dem Seniorchef, mit dem Karl Müller. Und ja, also ich muss sagen, das war eine gute Wahl. Es hat alles gut gepasst, er war also sehr verlässlich. Es, in Bezug auf Kosten sind auch komplett eingehalten worden. Und wir waren also wirklich sehr zufrieden. Handschlagqualität zahlt sich auf lange Sicht immer aus und ist gerade in Zeiten wie diesen immens wichtig. Gerade in der Preisgestaltung und Kalkulation darf es keine Überraschungen geben. Also uns bei Müller Wohnbau und mir als Verantwortlicher für die Kostenrechnung ist ganz wichtig, dass der Bauherr von Anfang an weiß, mit welcher Kosten er belastet ist. Da geht es um mehr Minderleistungen, da geht es um Kostenwahrheit, das ist ganz wichtig. Und es wird auch immer ein wichtiges Thema, dass man oder dass der Kunde weiß, mit welcher Kosten er nachher zum Rechnen hat. Da geht es einerseits um eine Finanzierung, einerseits oder andererseits um eine Qualität, was er sich leisten kann. Und das ist uns ganz ein wichtiger Faktor. Die Entwicklung von Müller Wohnbau ist enorm. In den vergangenen Jahrzehnten wurde vom Häuslebauer ein Unternehmen, das sich auf verschiedenste Anforderungen spezialisiert hat. Ja, es hat sich sehr viel mit Richtung Energie gemacht, Ökologie, Energie, Richtung Passivhausstandard. Es ist auch zu verspüren, dass die Kunden sehr viel Wert legen auf Ausstattung, aufs Ambiente im Haus.
Das heißt, dem einen ist die Garage viel wichtiger, am anderen ist das Badezimmer viel wichtiger. Und sie legen sehr viel Wert und investieren sehr viel Zeit und Geld auch praktisch ins Wohnen. Es ist also nicht mehr ein Wohnhaus, dass man irgendwo geschützt ist und so weiter, sondern dass man wirklich Lebensqualität verspüren kann im Wohnhaus. Trotz allem steht nach wie vor der Mensch im Vordergrund. Dies gilt sowohl firmenintern für die knapp 50 Mitarbeiter als auch firmenextern, also die Kunden. Top-Qualität in Sachen Bauen und Wohnen stand und steht immer noch an erster Stelle. Der Müller ist ein Familienbetrieb und ich schätze es sehr, dass man bei Müller viel miteinander tut. Es ist in größeren Firmen eher nicht so der Fall. Das Team ist sehr wichtig, ich komme mit jedem gut zusammen. Wir haben jedes Wochenende oder sagen wir einmal im Monat haben wir Treffen zusammen, grillen am Abend und haben es frei miteinander. 1945 Einfamilienhäuser wurden mittlerweile inklusive aller Sanierungen schon errichtet. Dazu kommen 747 Wohnungen. Macht insgesamt 2692 Einheiten. Eine Zahl, die auch Firmenchef Gerhard Müller mit Stolz erfüllt. Das macht wirklich stolz. Wir haben praktisch jeder Gemeinde in Vorarlberg ein Haus gebaut oder irgendwie einen Umbau getätigt. Und ja, da sind wir schon überall präsent. Wir haben uns damals verändert. Das heißt, wir machen nur noch diese Dinge, die wir gerne und gut machen können. Sprich Baumeisterarbeiten, Planung, Bauleitungsleistungen. Und ganz am Anfang der Kommierspiel, die richtige Beratung. Das ist ganz wichtig, dass der Kunde das Produkt kriegt, das für ihn das Richtige ist. Für die Zukunft sieht Gerhard Müller sein Unternehmen noch mehr im Einklang mit der Natur. Ein gesundes Wohnen, ein gesundes Wohnhaus darf kein Luxus sein. Das muss einfach Grundausstattung sein. Das heißt, Bezug Betriebskosten, Entstehung CO2, nachhaltige Bauweise und einfach natürliche Materialien sind für uns wichtig und werden in Zukunft immer wichtiger. Müller Wohnbau in Altach, ein Familienbetrieb, der seit 5 Jahrzehnten mit Qualität überzeugt. www.müllerwohnbau.at Soweit zu Müller Wohnbau und bei uns geht es weiter mit einem Sicherheitstipp vom sicheren Vorarlberg, heute mit dem Thema Fair Play. Sport und Spaß sind ein wichtiger Teil des Lebens. Gerade bei Jugendlichen sollte die sportliche Betätigung nicht zu kurz kommen. Fußball ist hier immer noch sehr beliebt und klar, jeder will Tore schießen und gewinnen. Als Organisator eines Turniers ist man aber auch bestrebt, dass jeder Spieler wieder gesund und unverletzt nach Hause gehen kann. Wir machen seit vielen Jahren in Frastens ein Nachwuchsfußballturnier in der Halle. Und das haben wir inzwischen schon 19 Mal veranstaltet. Seit 12 Jahren machen wir eine Fairplay-Wertung. Diese Fairplay-Wertung dient dazu, dass junge, fußballbegeisterte Kinder auf die Fairplay-Richtlinien oder Regeln hingewiesen werden und verletzungsfrei ihren Fußballsport ausüben können. Das ist immer sehr eine beliebte Wertung, die wir da führen. Die Kinder werden dazu gebraucht, Schienbeinschoner zu benutzen, allgemeine Fairplay-Regeln einzuhalten und die kriegen am Schluss einen Preis dafür. Und das ist immer sehr ein beliebter Preis, wo man am Schluss ausgehen kann als Veranstalter. Eine tolle Sache. Mit dem Fairness-Preis, der vom sicheren Vorarlberg ins Leben gerufen wurde, wird das Fairplay unterstützt und gefördert. Die Veranstalter werden hier mit Informationen unterstützt und bei den Teilnehmern kommt dies richtig gut an. Wir haben aber auch schon die Situation, dass sich sehr viele auf diesen Fairplay-Preis gefreut haben, dass der Sportler fast schon ein bisschen in den Hintergrund kommt. Trotzdem, die sind immer alle toll dabei und es gibt manchmal sogar enttäuschte Gesichter, wenn sie diese Fairplay-Wertung nicht gewinnen. Dieser Fairplay-Gedanke hat sich mittlerweile auch ausgebreitet. Inzwischen ist es ein fixer Bestandteil bei unserem Turnier. Wir machen das jedes Jahr regelmäßig und schon Mannschaften kommt zu uns, weil sie das wissen. Es gibt kaum mehr Kinder, die ohne Schienbeinschoner
oder ohne irgendwelche Ausrüstungsgegenstände spielt. Und wir sind seit mehreren Jahren, das freut mich ganz besonders, verletzungsfrei, sind kleine Blessuren, wo man meistens auch noch mit einem Eis oder mit einem kalten Wasser ein bisschen kurieren kann. Alle Informationen zum Fairnesspreis gibt's unter www.sicheresvoralberg.at. Unter dem Motto oberflächlich tiefgründig ging ein spannendes Expertenseminar von V-Research in Bregenz über die Bühne. Einige Eindrücke davon gibt es jetzt. Am 7. Mai 2015 fand am Gebhardsberg Bregenz das von V-Research organisierte Expertenseminar oberflächlich tiefgründig statt. Thema dieses speziellen Fachseminars waren die Optimierungspotenziale von tribologisch beanspruchten Oberflächen. V-Research ist das Kompetenzzentrum für industrielle Forschung und Entwicklung und realisiert seit über 10 Jahren für ihre Auftraggeber signifikante Produktwertsteigerungen durch die Berücksichtigung der tribologischen Wirkprinzipien. Ja, wir haben in unseren Projekten in den vergangenen 10, 12 Jahren auf dem Gebiet Tribologie für den Maschinen- und Anlagenbau die Erfahrung gemacht, dass man durch die gezielte Gestaltung der Oberfläche sehr angenehme Eigenschaften für die Produkte erreichen kann. Und dieses Wissen möchten wir gerne auch einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen. Deswegen haben wir eine Auswahl von Referenten zusammengestellt aus dem wissenschaftlichen Bereich, aus der Praxis. Und was die Teilnehmer erwarten können, sind halt Einblicke in neue Technologien, aber auch gleichzeitig in die Praxis der Industrie. Dieser Schwerpunkt, weil, wie ich gesagt habe, die Gestaltung der Oberflächen einen großen Einfluss auf die tribologischen Eigenschaften von Maschinen und Anlagen und Anlagenteilen haben. Und die Erfahrung hat uns gelehrt, dass man eine bestimmte Aufmerksamkeit auch diesem Thema widmen muss, das dann sehr gut belohnt wird durch das System. Wie sich zwei Bauteile gegeneinander bewegen lassen, wird maßgeblich von der Wechselwirkung an ihrer Oberfläche bestimmt. Je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Material oder Rauheit treten eine Fülle von unterschiedlichen Prozessen in Kraft. Konstrukteure und F&E-Ingenieure stellen sich deshalb im Zusammenhang mit der Oberfläche von Maschinenteilen eine Vielzahl von Fragen. Meine Erwartungen an diese Veranstaltungen sind, neue Lösungen für antimikrobielle Oberflächen zu finden. Wir haben sehr viele Kunden, die das Problem haben, dass Keime gerade im Krankenhausbereich eingedämmt werden müssen. Und hier schaue ich eben, ob ich neue Lösungsansätze finde. Sehr spannend an dieser Veranstaltung ist, dass sehr auf neue Oberflächen und neue Bearbeitungsmöglichkeiten für Oberflächen eingegangen wird und ich hier sehr, sehr viel Input bekommen konnte. Beim Expertenseminar oberflächlich tiefgründig wurden auf diese Fragen spezifische Antworten gegeben. Hierzu wurden vom V-Research internationale und ausgewählte Experten aus Industrie und Wissenschaft für diverse Vorträge und eine abschließende Podiumsdiskussion nach Vorarlberg eingeladen. Also ich finde eine derartige Veranstaltung sehr wichtig. Es ist also ein Zusammenschluss von Akademikern und auch Experten aus der Praxis. Und das ist ein sehr wichtiger Konzept auch, Format, um eben diesen Austausch zwischen Forschung, Entwicklung und Anwendung zu fördern. Und das ist natürlich diese Veranstaltung ideal, weil eben aus allen Bereichen entsprechende Vertreter vorhanden sind, die das Gesamtthema Oberflächen, Beschichtungen, Reibung und Verschleiß adressieren. Und von daher eine sehr spannende Veranstaltung in einer tollen Umgebung natürlich auch und perfekt organisiert. Ich habe versucht, den Teilnehmern zwei sehr wichtige Beschichtungsverfahren dazu bieten. Das war also einmal das thermische Spritzen, um dicke Schichten auf Bauteile des Maschinenbaus, der Luftfahrttechnik, der Energietechnik aufzubringen. Ebenso wie sehr dünne Schichten, sogenannte PVD-Schichten, die man sogar auch aus der Schmuckindustrie kennt, aber die natürlich auch vielfältige Anwendungen ebenfalls im Maschinenbau besitzt.
Die Teilnehmer konnten sich dabei mehr über die wichtigsten Einflussfaktoren sowie Charakterisierungsmöglichkeiten von tribologischen Oberflächen informieren und Neues über die spezifischen Eigenschaften von Oberflächen verschiedener Werkstoffe, Oberflächenbehandlungen und Beschichtungen erfahren. Ja, also heute ging es darum, Verschleißschutzschichten zu erzeugen auf Bauteilen, die dafür sorgen, dass Bauteile im Betrieb hinterher länger halten. Und ich habe spezielle Verfahren aus der Hochtechnologie vorgestellt, mit denen man diese Schichten erzeugen kann. Also sicherlich von den Referenten eher hochkarätig und vor allen Dingen auch von dem Überblick, den man hier bekommen kann. Und ich denke mal, für diese Region hier ganz besonders wichtig, so eine Veranstaltung hier zu haben, die einmal zeigt, was ist von der Anbieterseite her hier in dieser Region, aber natürlich auch den Anwendern in der Region zeigt, wo können sie darauf zugreifen, was tut sich hier hinsichtlich dieser technologischen Entwicklungen. Diese Art von Veranstaltung wird von Vertretern aus Industrie und Wirtschaft sowie Forschung und Entwicklung sehr gerne angenommen. Also der Grund, wieso ich hergekommen bin, ich habe ja ein Projekt mit VSR am Laufen und habe diese Einladung bekommen, habe ich mir gedacht, ja, das klingt sehr interessant. Oberflächentechnik spielt in der Tribologie eine sehr wichtige Rolle und die verschiedenen Vorträge, die hier geplant waren, waren für mich sehr interessant, weil auch neue Technologien darin vorgestellt wurden, wie zum Beispiel das mit den Lackschichten, die hier aufgebracht werden, direkt auf den Werkstoff und quasi wie ein Festschmierfilmstoff fixiert werden. Und die ganze Organisation und die Podiumsdiskussion am Schluss hatten das Seminar sehr gut abgerundet. Ja, meine Erwartungen waren insofern, sagen wir mal, relativ klar, weil ich schon mit VR Research einiges zu tun hatte im Vorfeld. Ich interessiere mich für alles, was um die Tribologie geht und so weiter. Und es hat diesmal eben sehr gut gepasst, die Überschrift Tiefgründigkeit, Oberflächen und so weiter, das hat für mich sozusagen war das der Auslöser. Was mir am besten gefallen hat, na, unbedingt das Wetter natürlich und das ganze Setting hier, aber um ernst zu bleiben, die Zusammenstellung der verschiedenen Vortragenden, die Themen, der Themenbereich hat eigentlich für mich gut gepasst. In den Pausen und beim abschließenden Meet-to-Talk fanden Experten und Teilnehmer untereinander Zeit für den Erfahrungsaustausch und intensive Gespräche. Das war's von meiner Seite. Ich übergebe nun an Marc Gächter. Er hat noch die Sportmeldungen für Sie. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss. Einkauf hochwertiger Produkte ohne Einkaufswege. Durch Bestellung bei Ihrem Direktberater. Direktberater, die Einkommensmöglichkeit für Menschen, die etwas verändern wollen. Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at Hallo und recht herzlich willkommen zum Sport hier auf Lände TV. In dieser Woche einmal mehr mit Fußball total. Das Halbfinale im 39. VfV Toto Cup stand auf dem Programm. Im Herrenriedstadion traf dabei der VfB Hohenems auf den FC Dornbirn. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral.
VfL Totokap Halbfinale im Emser Herrenriedstadion. Der VfB Hohenems bekam es mit dem FC Dornbirn zu tun und die in Weiß-Rot spielten Gäste gleich zu Beginn mit der ersten Möglichkeit. Jenny hier mit viel Platz, er probierte es aber mit einem Querpass, die Chance somit vertan. Nur wenig später die Rothosen erneut über die rechte Seite, Honeck mit dem Blick für den freien Mann, aber Alibabic schoss über das Tor. Dann erstmals die Hausherren, der FC Dornbirn eigentlich im Ballbesitz, dann aber mit dem missglückten Querpass. Die Kugel landete bei Feuerstein und der probierte es von der Mittellinie, der Ball aber klar am Tor vorbei, es blieb beim 0:0. Hohenems nun besser im Spiel und wenig später mit der nächsten Möglichkeit. Jogi Klammer brachte die Kugel hier flach zur Mitte, der Ball landete bei Adrian Klammer, der schoss aber drüber. Nix war es also mit dem ersten Treffer und gleich im Gegenzug der FC Dornbirn über links. Kühne schlussendlich mit der Maßflanke und Jenny war zur Stelle. Die Gäste aus der Messestadt lagen nach 23 Minuten mit 1:0 in Front. Dornbirn versuchte in weiterer Folge gleich nachzulegen und die Rothosen kamen zu Chancen. Honeck hier wieder völlig frei, Bischof im Emser-Tor klärte aber souverän. Die Partie blieb unterhaltsam, nun war wieder der VfB Hohenems am Zug. Klammer mit dem feinen Pass in die Tiefe, Feuerstein hämmerte das Leder aber über das Tor und so ging es beim Stande von 0:1 in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel zunächst wieder die Gäste mit der ersten Möglichkeit. Nur Sekunden nach dem Wiederanpfiff diese Szene, Kühne im Strafraum mit viel Platz, sein Abschluss aber zu schwach und am Tor vorbei. Aber der FC Dornbirn machte weiter Druck, erneut setzte hier Kühne zum Sturmlauf an. Kühne setzte sich durch, wartete dann aber zu lange mit dem Abschluss, es blieb beim 1:0. Der VfB Hohenems hielt ebenfalls dagegen, der Underdog aus der Vorarlbergliga in weiterer Folge mit dieser Möglichkeit. Adler mit dem Querpass, die Kugel landete bei De Sousa, der Brasilianer fand aber in Dornbirn-Keeper Seiwald seinen Meister. Das Spiel weiterhin sehr attraktiv, nun waren wieder die Gäste an der Reihe. Kircher brachte einen Freistoß zur Mitte, die Emser Abwehr konnte nur kurz klären und plötzlich die Kugel bei Dult. Der mit der Maßflanke, Heidegger per Kopf, aber Bischof sensationell. Dann aber die 82. Minute, der FC Dornbirn mit diesem Angriff. Bischof konnte zunächst noch parieren, die Kugel landete aber bei Joppi und der traf im zweiten Versuch. Neuer Spielstand 2:0 für die Gäste des FC Dornbirn. Noch gaben sich die Hausherren aber nicht geschlagen, der VfB Hohenems probierte alles und die Spiegelelf schaffte auch den Anschluss. Klammer traf hier zum 1:2, dies war gleichzeitig aber auch der Endstand. Ja, es war ein harter Kampf, ich glaube, das hat jeder gesehen, der da war. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute voll gefightet und ja, es ist schade, dass es jetzt durch zwei so blöde Tore eigentlich, dass das Duell verloren gegangen ist. Ja, man darf natürlich nicht die Voraussetzungen sehen, oder? Es ist immerhin ein Liga-Unterschied. FC Dortmund spielt Regionalliga, ist Sechster dort, oder? VfB Hohenems ist Aufsteiger, ist in der Vorarlberger-Liga Zweiter. Es war sicher im Vornherein zu hoffen, dass man gewinnt oder zumindest mit hat. Aber über lange Strecken, muss ich sagen, haben die Buben brav gekämpft, super gespielt und man kann darüber diskutieren, das ist Fußball. Die eine oder andere Entscheidung hat vielleicht nicht jedem ganz passt, wo auf dem Feld Pfiffer war, aber es war ein relativ gutes Spiel und es hat Spaß gemacht zum Zuschauen. Bei uns geht's weiter und zwar mit der Vorarlberg-Liga. Die neue Sportanlage in Nenzing wurde feierlich eröffnet. Zum Auftakt traf dabei der FC Nenzing auf den SK Meiningen. Zwanzigste Runde in der Vorarlberg-Liga. Der FC Nenzing empfing den SK Meiningen. Für die Nenzinger war es ein ganz besonderes Spiel. Das erste Mal ging es auf den neuen Rasen. Die neue Sportanlage in Nenzing wurde somit eingeweiht. Doch gleich zu Beginn der erste Schock für die Heimmannschaft. Meiningen im Angriff in der sechsten Spielminute, Niederberger auf Hagen und der fackelt nicht lange. Schöner Schuss, keine Chance für Grass und somit die frühe 0:1 Führung für Meiningen.
Nenzing tat sich schwer, versuchte aber natürlich den Ausgleich möglichst gleich zu schaffen. Wir sind in der 16. Minute, weiter Einwurf und eine kurze Ablage. Jovic versucht es aus der Ferne, etwas Glück dann, der Ball wird unhaltbar abgefälscht und somit das 1:1 Jubelstimmung in Nenzing. Meiningen blieb aber weiterhin die dominierende Mannschaft. Mit guten langen Pässen brachten die Gäste immer wieder Gefahr. Hier kann Nenzing zwar kurz klären, Meiningen aber weiterhin am Ball. Die Verteidigung versucht, die Räume eng zu machen. Trotzdem haben die Gäste dann genügend Zeit, die Flanke zu spielen. Hagen steht wieder bereit und köpfelt perfekt ein. Das 1:2, die erneute Führung für Meiningen. Wieder ein schneller Konter, dann wenig später. Der Pass in den Lauf von Niederberger. Der macht Meter und versucht es dann alleine mit dem Schuss. Nenzingoli Grass aber hier ohne Probleme. Der nächste lange Ball nach vorne brachte die nächste Chance für Meiningen. Grass weit draußen, die Gäste bleiben aber am Ball. Es dauert dann etwas zu lange und Jutz kann den Schussversuch per Kopf abwehren. Die Gäste bleiben aber weiterhin dran, gewinnen die Zweikämpfe und setzen die Heimmannschaft weiter unter Druck. Es wird aus allen Rohren geschossen, die Nenzinger können aber mit vereinten Kräften den nächsten Treffer verhindern. Schwerer Fehler dann bei Nenzing kurz vor der Pause. Die Gäste machen alles richtig, spielen schnell nach vorne und wieder kommt Niederberger dann zur guten Möglichkeit. Grass kann den Schuss aber gut parieren. Fast im Gegenzug hatten dann aber die Nenzinger noch die Chance zum Ausgleich. Kara setzt sich gut durch und kommt zum Abschluss. Hier aber dann Goalie Schurian, der das Tor verhindern kann. Immer wieder aber die Gäste über die Seiten. Wieder kommt dann Niederberger durch einen guten Pass gefährlich vors Tor. Dieses Mal kann aber Jutz retten und auch im Nachsetzen wurde es nichts aus dem Treffer. Es ging mit dem 1:2 in die Pause. Meiningen dann in der zweiten Hälfte mit einem Freistoß. Der Ball kommt gut, die Chance per Kopf, aber kein Tor und auf Foul entschieden vom Schiedsrichter. Dann Eckball Nenzing, eine der wenigen guten Chancen in der zweiten Hälfte. Der Kopfball aber recht ungefährlich. Kurz vor Schluss noch eine gefährliche Situation vor dem Meininger Kasten, aber wieder schaffen es die Nenzinger nicht, ein Tor aus der Möglichkeit zu machen. Somit blieb es dann am Schluss bei der 1:2 Niederlage des FC Nenzing gegen den SK Meiningen. Den Einstand auf dem neuen Platz hätte man sich sicher anders vorgestellt. Ja, klar sind wir enttäuscht, dass wir in dem wichtigen Spiel einfach nicht zum Kampf gefunden haben, weil Meiningen ist uns einfach weder spielerisch überlegen gewesen, aber sie haben einfach mitgekämpft. Und das finde ich, unsere Situation tut mir das weh, weil wir mit Beachsoccer kannst du in der Vorarlberg Liga nicht gegen einen Abstieg spielen, da musst du halt einfach fighten. Und das haben wir leider heute nicht getan, obwohl das Ambiente hervorragend sehen. Das ist ja eine Anlage, die ja sicher seinesgleichen sucht im Land. An dem Tag hätte eigentlich alles gestimmt, aber ja, man kann es jetzt eh nicht mehr ändern, jetzt ist jetzt Sport. Ja, die Stimmung ist natürlich sehr bedrückend, vor allem weil wir nicht nur verloren haben, sondern auch ziemlich schlecht gespielt haben, also ich bin sehr enttäuscht. Wir machen weiter mit Nachwuchsfußball. Das AK Vorarlberg traf auf die Alterskollegen aus St. Pölten. Wir waren im Waldstadion in Feldkirch mit dabei. Die Gäste aus St. Pölten lagen gegen das AK Vorarlberg U16 schnell mit 1:0 in Front. Baumgartner traf bereits in der 7. Minute und die in Rot-Weiß spielten Gäste auch in weiterer Folge spielbestimmend. Baumgartner wenig später erneut mit viel Platz. Diesen Schuss parierte Vorarlberg-Keeper Eichhübel aber glänzend. Nach knapp einer halben Stunde dann erstmals die Vorarlberger mit einer richtig guten Szene. Der Freistoß lang in den Strafraum. Mattis kam zum Abschluss, der Ball aber geblockt. Wenig später erneut die Hausherren, dieses Mal über die linke Seite. Tartarotti mit der Flanke, Zotele stieg am höchsten und traf per Kopf. Neuer Spielstand im Waldstadion Feldkirch 1:1. Die
Die Vorarlberger in weiterer Folge mit mehr Drang nach vorne. Bjelica zunächst mit dem guten Antritt, dann mit dem super Zuspiel auf Tartarotti, sein Schuss aber am Tor vorbei. In Halbzeit 2 dann zunächst ebenfalls die Vorarlberger mit der ersten Chance. Der Freistoß von rechts, der Visevic übernahm die Kugel direkt, der Ball aber klar am Tor vorbei. Die Gastgeber nun sehr gut in der Partie und mit diesem schnellen Konter. Mattis auf und davon, dann mit dem Querpass, Tartarotti mit dem Abschluss, aber St. Pölten-Keeper Jud parierte glänzend. Nach einer knappen Stunde dann plötzlich wieder die Gäste. Nakicevic im Strafraum allein gegen die gesamte Vorarlberger Defensive. Der Ball wurde abgefälscht und fand den Weg ins Tor. St. Pölten lag wieder in Front, neuer Spielstand 1:2. Nur wenig später wieder die Niederösterreicher, erneut Nakicevic, diesmal rollte die Kugel aber um Zentimeter am langen Eck vorbei. Die Vorarlberger ließen sich aber nicht unterkriegen und kamen ebenfalls zu Möglichkeiten. Bjelica hier mit dem Freistoß, Jud ließ die Kugel fallen, Pasqualini schob den Ball aber knapp am Tor vorbei. Im Gegenzug einmal mehr der starke Baumgartner am Ball, sein Pass auf Nakicevic, der fackelte nicht lange und St. Pölten führte mit 3:1. Noch gaben sich die Vorarlberger aber nicht geschlagen, das AK U16 hier mit dem Freistoß durch Grujicic. Der Ball senkte sich gefährlich, Jud klärte aber. Dann wieder die Gäste, erneut Baumgartner mit dem klugen Ball in den Strafraum, Müller mit dem guten Abschluss, aber Vorarlberg-Keeper Eichhübel mit der noch besseren Parade. In der Nachspielzeit dann ein weiteres Mal die Hausherren, Tartarotti mit der schnellen Drehung und dann mit dem Schuss aus der Ferne. Ein super Tor, neuer Spielstand nur noch 2:3, dies war gleichzeitig aber auch der Endstand. Ich sage generell, erste und zweite Halbzeit waren nicht zufriedenstellend. Es gibt mehrere Gründe, nicht nur einen Grund. Ich habe sicher 4-5 Gründe parat, einer ist sicher auch, wir haben heute wieder mit 3 Nationalspielern gespielt, österreichischen Nationalspieler. Die haben letzte Woche noch 6 Spiele absolviert. Ein Spieler 6 Spiele, in einer Woche ein Spieler 5 Spiele und der dritte hat 3 Spiele absolviert. Die Masse an Spielen ist extrem und ich sage ganz ehrlich, dass das nicht so leicht ist, wenn man 3 Spieler auf dem Feld hat, die wo letzte Woche in der Nationalmannschaft sehr viele Spiele absolviert haben, wichtige Spiele, und ihnen auch ein bisschen die geistige Frische fehlt. Und wenn geistige Frische fehlt, fehlt auch natürlich die Spielintelligenz und andere Komponenten. Und ja, da müssen wir Abstriche machen im Moment, ist bitter, aber es ist leider so. Ja, man kann eigentlich nicht wirklich, man kann nicht zufrieden sein mit dem Spiel heute. Wir haben sehr viel den Ball gehabt, aber haben im Spielaufbau einige bittere und unnötige Fehler gemacht, und dann sind wir in schnelle Konter gelaufen, die wir dann zu wenig aggressiv und unkonsequent verteidigt haben. Das war's schon wieder für diese Woche vom Sport hier auf Ländle TV. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis dann!